Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Rundfahrt auf dem Vierwaldstätter See teil. Verehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie zu unserer circa einstündigen Rundfahrt auf dem Vierwaldstätter See auf unserer neuen Panoramayacht. Mein Name ist Albert Nagli und ich bin verantwortlich für das Schiff. Bevor wir ablegen, gebe ich Ihnen einige Informationen, die Sie sicher interessieren werden. Unsere Schifffahrtsgesellschaft existiert bereits seit dem Jahr 1837. Und wir sind im Besitz von 5 nostalgischen, wundervoll restaurierten Raddampfern und 15 Salonmotorschiffen. Außerdem haben wir hier unsere neueste Errungenschaft, diese wunderbare, luxuriöse Panoramayacht, auf der Sie sich gerade befinden, die erst im letzten Jahr fertiggestellt wurde. Charakteristisch sind die bequemen Sitzlandschaften und das verstellbare Dach. Um ein paar technische Daten zu nennen: Die Yacht ist 49 Meter lang und 8,3 Meter breit. Sie fährt mit maximal 28 Kilometern pro Stunde, ist angetrieben von einem Diesel- und einem Elektromotor und kann bis zu 300 Fahrgäste mitführen. Ich denke, Sie möchten aber auch etwas mehr über den Vierwaldstätter See erfahren, der hier in der Zentralschweiz liegt und einer von den über 1500 Seen des Landes ist. Das ist mit ein Grund, warum man die Schweiz auch das Wasserschloss Europas nennt. Seinen Namen hat der See von den 4 angrenzenden Waldstätten, den Kantonen Uri, Unterwalden, Schwyz und Luzern. Der Sage nach haben sich die ersten 3 Kantone im August 1291 die ewige Treue geschworen. In der Vergangenheit war der See, der sich am Ende der Eiszeit vor rund 12.000 Jahren bildete, eine wichtige Verkehrsachse. Bis 1863 nämlich, als die Axenstraße gebaut wurde, war der Wasserweg die einzige Handelsverbindung zum Gotthardpass und zum Kanton Uri. Der See ist bis 214 Meter tief, die Uferlänge beträgt 161,9 Kilometer, die Größe des Sees ist 114 Quadratkilometer. Die Berge, die Sie rundherum sehen, sind die Rigi, der Pilatus, das Stanzerhorn und der Selisberg. Schon früh entdeckten die Engländer die Bergwelt der Innerschweiz als Erholungsgebiet. Es entstanden Kur- und Badeorte. 1871 eröffnete man die allererste Zahnradbahn Europas, mit der man hoch auf die Rigi fahren konnte, und 1889 baute man von Alp nach Stadt auf den Pilatus die heute immer noch steilste Zahnradbahn der Welt, die bis 2120 Meter hoch fährt. Mark Twain beschrieb übrigens als Journalist einen Aufstieg auf die Rigi, was in den USA des 19. Jahrhunderts zum Aufblühen des Schweizer Tourismus führte. So, ich lasse Sie jetzt aber in Ruhe die Aussicht genießen und überlasse es unserem Audioguide, Sie während der Fahrt über die Höhepunkte der Umgebung zu informieren.